ein bisschen suchen musste. Beamer ist immer so eine spezielle Geschichte, aber wir haben jetzt ein Bild. Es geht heute um Virtualisierung, es geht heute um einen kleinen Server für die Virtualisierung und es geht um KVM. Ich habe hier die Hardware, diese beiden Boxen. Ich muss sehen, was ich zeigen kann, weil eben Bildschirm ist ein bisschen im Moment ein Problem. Zunächst, ja. So. Hört man mich jetzt besser? Gut. Also zunächst zu meiner Person. Ich habe seit über 20 Jahren die Firma Archivista. Die ist in der Schweiz beheimatet. Wir machen vor allem Dokumentenmanagement und Virtualisierung ist auch ein Teil, aber es ist zum größten Teil nach wie vor Dokumentenmanagement. Das System wurde ursprünglich mit Windows gemacht, wurde dann 2003 bis 2007 auf Linux portiert und zu diesem Zeitpunkt ist dann auch die Archivista-Box entstanden. Open Source ist dann mit der Archivista-Box so in mein Blickfeld gelangt, einfach weil ich Windows weg haben wollte und seitdem bin ich eigentlich mit Linux sehr glücklich, vielleicht wenn der Beamer gerade nicht läuft, auch ein bisschen weniger, aber das ist ja vielleicht mehr das Problem vom Beamer, also weiß es halt nicht. Privat ist meine Familie hier, die sitzt in der Mitte. In meinen Hobbys gehe ich viel Radfahren, Wandern. Wir sind von der Schweiz aus bis weit über Rom hinaus gewandert in den letzten 4 Jahren und werden weiter wandern, via Francigenina. Und da gibt es auch Bücher dazu, wer das haben möchte, Azurka.ch, als keine Werbung. Gut. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Entwicklung der Archivista-Box hat so 2003, 2004 gestartet. 2005 machen wir das virtuell und dann mit VMware war das nicht so lustig. Ja, dann 2009 bin ich bei Proxmox gelandet und haben das dann gefragt, weil ich es mehr in die Archivista-Box integrieren wollte. Also ich kann ja nicht sagen, bei Proxmox, ihr müsst jetzt das Archivista in die Proxmox nehmen und darum haben wir es dann auch geforgt. AVMUNI ist dann als Open Source Teil entstanden, weil die Archivista-Box wird an sich nur zusammen mit der Hardware verkauft. Also es ist immer ein Gesamtsystem aus Soft und Hardware. AVMUNI, das ist einfach der Open Source Teil, das ist eine ISO, die kann man downloaden. Und ist in dem Sinn Open Source. Und heute, oder jetzt 2019, habe ich erstmal mit diesem AVMUNI auch 10 Gigabit mit einem Cluster realisiert, weil bisher waren einfach die 10 Gigabit Karten so für den, sage ich jetzt, Normal-User oder ja, semi-professionell, so 350 Euro pro Karte ist ein bisschen viel. Hier in diesen beiden Rechnern sind jetzt 2 Asus-Karten mit 10 Gigabit Kostenpunkt je 80 Euro verbaut. Was auch neu ist, ist jetzt so realisiert, dass man das auch über einen 10 Gigabit Switch machen könnte. Das ist neu und eigentlich möchte ich das heute zeigen. Wie gesagt, wir werden sehen, wie weit wir kommen. Gut. Zunächst noch Servervirtualisierung. Ich sage dem wirklich Servervirtualisierung. Also der Unterschied ist ja fließend. Also KVM hat ja auch QEMU und QEMU ist dann mehr oder paravirtualisiert. Für uns entscheidend oder für mich als Firma ist, die Kunden, die Archivista VM, das ist der kommerzielle Ableger, einsetzen, ist es eine Server-Virtualisierung. Desktop-Virtualisierung, da sind sie alle ohnehin schon auf Terminal-Server oder Citrix, da hat man faktisch keine Chance. Also das ist einfach nicht, sag ich jetzt mal, angreifbar. Oder? Aber Server-Virtualisierung, das ist ein Thema, weil dort auch bekannt ist, dass die klassischen Lösungen des Marktführers oder der beiden Marktführer dann doch auch nicht ganz kostengünstig sind. Und AVMUNI enthält sowohl KVM wie QEMU, aber es enthält im Unterschied vielleicht zu Proxmox keine Container. Weil Container ist, oder es wurde immer die Frage gestellt, warum macht die Archivista-Box nicht mit Containern? Ja, Scanner über Container ein bisschen schwierig, also ist einfach nicht unbedingt, also eine Maschine hat sich dort sehr, also ja, es ist einfach erfahrungstechnisch ist besser gelaufen. Aber Container ist sicher auch eine spannende Sache. Servervirtualisierung in der Schweiz heißt auch, dass der Großteil der Kunden dann eben Windows hat und dort sind die Container
noch nicht ganz so weit. Ob sie es je kommen, werden wir sehen. Also die Vorteile, also die ich als Vorteile erachte, letztendlich müsst ihr das dann entscheiden, ob es gut ist, ist, es ist extrem klein, allerdings ist es jetzt, wie ich hier sehe, voll, es ist mittlerweile 80 Meg und nicht mehr 60 Meg, aber es ist immer noch die ganze Distribution, Linux, KVM, alle Treiber, die es benötigt, sind 80 Megabyte. Wichtig bei unseren Lösungen, das gilt für alle Archivista-Lösungen, das Setup ist automatisiert. Also ich kann und will das auch nicht von Hand aufbauen. Ich habe mich immer geärgert, dass man Software von Hand installiert, weil das ist Wartezeit, diese Zeit ist verloren. Und warum soll das die Maschine nicht machen sollen? Die Maschine soll ja auch etwas machen. Das heißt aber, dass es vielleicht, dass man mehr Eventualitäten vorhersehen muss oder wenn man die nicht vorherseht, dass es eben dann nicht läuft. Es läuft komplett im RAM. Das hat den Vorteil, dass ich auch auf die Maschine noch Zugriff habe oder dass man auf der Mini auch noch zugreifen kann, wenn die Platte nicht mehr da ist. Es hat auch den Vorteil, dass man jederzeit einfach einen USB-Stick nimmt und wieder starten kann. Oder das Release, das alte Release zum Beispiel draufspielt. Oder einfach, was man haben möchte. Oder es hat auch den Vorteil, erst vor 2 Tagen passiert, wenn das Setup-Programm, habe ich den Debug-Modus eingeschalten lassen. Der Kunde landet bei der Konsole, Stick reinschieben und dann ist die grafische Interface wieder da. Also man kann viel flexibler die Maschinen auch im Support handhaben. Immer wenn ich vor Ort gehen muss, ist das ein Aufwand, Weg, Pauschale, aber auch Zeitaufwand. Und das gilt es zu vermeiden und dieses Konzept wird in AV Mini 100% eingesetzt. Also manueller Setup ist eigentlich ein Tabu für uns. Wichtig auch, ich möchte auch keine Client-Software. Also das haben wir 2005 mit Archivista DMS gemacht, das läuft im Web. Und das ist auch die ganze Verwaltung der Instanzen läuft auch im Web. Und es läuft auch auf der Konsole, weil über das Web ist es zum Automatisieren nicht so lukrativ. Über die Konsole kann man sehr einfach ein Skript schreiben und das Ganze ist automatisiert. Also wenn jeweils sind etwa 20 ISAs, die ich für die Dokumentenmanagement-Virtualisierungsgeschichten baue. Und da gibt es zum Teil Fälle, wo ich die virtualisiert, also zuerst wird es erstellt, dann wird es virtualisiert gestartet, dann wird in diesem virtualisierten System werden noch Anpassungen gemacht und dann wird wieder eine ISA gebaut. Und das wird alles automatisiert. Und das kann man nur machen, wenn ich auf der Konsole den kompletten Zugriff auf die Maschinen habe. Also das ist für mich wichtig und es ist als Konzept auch sehr einfach. Und auch wichtig für mich ist, immer wenn man, ich habe regelmäßig so, also kriege ich Schreikrämpfe, wenn die Konfigurationsdateien zu lang sind. Bis man endlich die Informationen findet, die einem interessieren würde, hat man wieder 50 Mal runtergescrollt, 7 Mal gesucht und trotzdem nichts gefunden. Und die Konfigurationsdateien, die haben wir von Proxmox übernommen, die sind sehr klein. Ich zeige hier ein Beispiel. Das ist ein, also hier wird eine Windows 10 Maschine eingerichtet, mehr ist es nicht, das ist das Conf-File. Und das kann man, wenn es notwendig sein sollte, auch noch ja, eine Platte rausnehmen. Wenn das GUI nicht mehr laufen sollte, kann ich in der Wartung dem Kunden immer noch helfen. Oder andersrum gesagt, wenn ich mit dem Handy unterwegs bin, dann möchte ich gar nicht erst ein GUI aufbauen, gehe ich über SSH rein und sehe sofort, was ich noch machen müsste oder was der Kunde vielleicht hat. Oft, wenn das nicht startet, ist im Übrigen die ISO eingebunden und die ISO ist nicht mehr dort. Dann startet er nicht, das würde er aber in der Hardware auch nicht machen. Wenn das Bootmedium fällt und ich über auf dieses Bootmedium boote, dann läuft die Maschine nicht. Also, und da kann man dann helfen, nimmt das raus und die Maschine läuft wieder. Und was mir auch wichtig ist, das ist die Abwärtskompatibilität. Ich habe nicht so gern, dass diese Files immer wieder geändert werden. Also wenn es mal so ist, dann darf es auch so bleiben. Also seit 2010 haben wir keine Änderungen vorgenommen. Ich könnte rein theoretisch auch eine Software von 2010 nehmen und dort die Conf-Dateien immer noch lesen. Gut, und dann ist es halt, ja, oder überall was Vorteile oder Licht gibt, gibt es vielleicht auch Nachteile oder Schatten oder was auch immer. Der direkte Zugriff auf KVM ist, wie soll KVM, wer das schon mal angeschaut hat, wer hat KVM mal angeschaut, also kennt das gut durch einige, das ist ja nicht so lustig, um es zu verwalten. Also mindestens scheint es mir so. Und was fast schwieriger oder finde ich noch
nicht so genial ist, dass auch das Interface selber immer wieder Änderungen unterfährt. Also im Moment sind gerade die US-Betreiber so ein bisschen das Thema. Also es gibt nicht diese Wirtschicht, die sonst verbreitet ist. Also man darf, wenn man ganz tief runter will, darf man dann auch direkt mit KVM arbeiten. Man kann das auch in die Conf-Dateien reinlegen. Also man kann doch auch dort direkt noch Optionen vornehmen. Dann, eben das Web-Interface, das ist, ich sage jetzt, man könnte es schicker, man könnte es moderner machen, aber moderner heißt auch immer wieder viel, viel mehr JavaScript-Bibliotheken und das ist eben vielleicht nicht das Ziel, weil es soll eben möglichst mit jedem alten Webbrowser auch noch laufen und das ist ja gerade so eine Geschichte, Firefox ist im Moment ziemlich tricky und da ist ja eben ein einfaches Interface dann auch ein Vorteil, weil wenn ich dann ein Management-Interface nicht mehr hätte, webbasiert, oder? Dann wird es schwierig, die Maschine zu verwalten. Dann muss ich auf die Konsole runter und das können die wenigsten, die Archivisten wie immer oder eben auch AV Mini vielleicht einsetzen. Die Clusterfähigkeit jetzt bei AV Mini ist insofern auf 2 Knoten begrenzt, wobei man könnte mehrere Zweierknoten nebeneinander nehmen. Es geht auch ein bisschen darum, je mehr Spezialfälle oder Unterfälle das es gibt, je schwieriger wird das zu programmieren. Und auch letztendlich ist dann die Frage, wie wird das zusammengehackt, welche Kabel muss ich direkt zusammenhängen. Und das möchte ich vermeiden. Hier gibt es ein Kabel, 10 Gigabit und das Ganze läuft. Ich brauche auch nur 2 MAC-Adressen zu erfassen und das Ganze kann automatisch aufgebaut werden. Bei den größeren Instanzen, wo mehrere Cluster haben, muss ich dann so zwischen 6 und 20 MAC-Adressen erfassen und wenn die nicht stimmen, dann läuft das eben nicht. Also es geht auch darum, das möglichst einfach zu halten. Dann Nachteil, also professionelle Verfechter von mir sagen immer, ja, das darf nicht sein, dass die Instanzen auf der gleichen Hardware laufen. Also die Disk, die müssen extern sein. Also ich bin der Meinung, nein, die Disk dürfen auf der gleichen Maschine laufen, also wie das ist eine Disk ja da. Aber das wird oft dann als Anführungszeichen nicht professionell angeschaut. Also, aber ich finde, genau das Umgekehrte ist eigentlich der Fall. So, dann, Archivist Wim hätte noch einen X-Server drinnen, also man kann das schon standalone noch supporten. Hier ist dann nur eine Konsole, also es braucht dann halt, wenn man direkt auf der Konsole etwas machen muss, bräuchte es gewisse Linux-Skills. Gut, es gibt aber trotzdem die Möglichkeit, das manuell einzurichten, indem ich beim Hochfahren einfach eine IP-Adresse mitgebe. Man kann die ISO über diese Webadresse beziehen und kann das reinlegen, starten und nachher kann man ein IP irgendwas eingeben und der Server wird so aufgesetzt. Man kann es auch automatisch machen und dann ist es aber so, dass eigentlich die ISO erstellt werden muss, individuell mit den richtigen MAC-Adressen, mit den richtigen Kenndaten. Und weil eben das Erstellen von Init-RD-Dateien ein bisschen CPUs oder eben nicht nur wenig CPU-Last benötigt, ist dort auch eine Anmeldung im Shop bei uns erforderlich, dass die Server nicht angreifbar sind. Es gibt dann auch ein Limit pro Stunde, gibt es ein ISO, weil einfach sonst die Ressourcen vielleicht ein Problem würde. Aber das ist bei uns. Also wenn mir jemand einen hochkarätigen Server spendiert, dann nehme ich das auch raus. Aber das muss dann einfach zur Verfügung stehen. Und bis dahin haben wir das halt. Es gibt Anleitungen, wie man die ISO zum Stick bootbar kriegt. Da möchte ich hier einfach auf die Homepage verweisen. Das ist alles schon in 2, 3 Vorträgen früher beschrieben. Das wäre reine Wiederholung. Grundsätzlich läuft es aber so, ich lege den Stick ein und wir sehen hier jetzt unten, wo ich da die rote Pfeil ist, dort könnte man manuell einfach die IP-Adresse eingeben. Und dann würde die Maschine mit dieser IP-Adresse gestartet. Wenn man eine andere DNS-Gateway haben möchte als Default 01, müsste man das angeben. Aber wenn man einfach nur die IP-Adresse nimmt dran, 01 ist die Old Gateway und DNS und macht das Netmask 255, könnte man alles angeben, oder? Das manuelle Setup. Wenn man das automatisch machen möchte, also dass er das automatisch auffährt, muss man in den Shop gehen und kann im Shop einfach diese AV Mini
auswählen. Und wichtig ist, wenn man ein Cluster haben muss, muss man einfach in den Warenkorb, das kostet ja nichts, also es zwei Instanzen legen, weil sonst merkt das System nicht, dass er zwei Instanzen haben möchte. Wenn man möchte, dass das Interface, das Webinterface in Deutsch kommt, muss man deutsche Sprache wählen. Wenn man möchte in Englisch, lässt man Englisch. Also einfach da wird das schon erfasst, oder? Hier sehen wir, wie die Instanz erfasst wird, also die Maske, um das, die Instanz zu erfassen. Man gibt einfach jetzt hier bei diesem Cluster zweimal eine MAC-Adresse und zweimal im Prinzip, oder einfach der Rest ist dann einfach noch die IP-Kenndaten, erster, zweiter Server. Und dann wird diese CD gemacht, man kriegt dann eine Mail und diese ISO steht 24 Stunden auf dem Server zum Download, nachher wird sie gelöscht. Kann sie aber jederzeit wieder neu generieren, also einfach einmal pro Stunde. Gut, beim automatischen Setup ist es einfach so, man erstellt zweimal Stick. Es gibt nur, also wenn man Zweierknoten hat, zweimal gleichen Stick erstellen. Es gibt nicht unterschiedliche Sticks. Es bringt auch nichts, wenn man das zweimal erstellt. Also es muss im gleichen Ding einlegen, starten. Ein Rechner dauert etwa 15 bis 30 Sekunden. Zwei Rechner, weil er dort diese Spiegelung der Festplatten, Stichwort DRDB, machen muss, dauert 1 bis 2 Minuten. Und ja, es ist dann schon nicht nebensächlich, dass die Kabel richtig eingestöpselt sind und die MAC-Adressen richtig erfasst sind. Wichtig, ich wiederhole es nochmals, erfasst werden nur die externen MAC-Adressen, was intern ist, wird nicht erfasst, das findet er automatisch raus. Wenn das alles klappt, haben wir diesen Schirm, eine Konsole, die einfach sagt, okay, unter dieser IP-Adresse ist dieser Rechner verfügbar. Und der Rechner ist dann einfach mit dieser IP-Adresse entweder mit SSH oder mit HTTPS erreichbar. HTTP kann man auch noch einschalten, aber eigentlich standardmäßig HTTPS. So, wenn man die IP-Adresse aufruft, sieht man hier den Startscreen für das Interface. Wer Proxmox sehr lange kennt, wird erkennen, dass es darauf aufbaut. Es ist aber im Unterschied, was 2010 damals installiert war, komplett neu programmiert worden, weil Proxmox damals Embedded Perl hatte. Das ist nicht mehr, es gibt keinen Support mehr für dieses Embedded Perl, das ist weggefallen. Und ich habe es jetzt so programmiert, dass es einfach ganz normaler Perl-Code ist und diese Abhängigkeit nicht mehr hat, weil sonst müsste man Apache 2.2 nehmen und das ist doch ein bisschen sehr outdated, also das möchte man nicht mehr. Und darum hat man das dann komplett hinten neu geschrieben, also es ist komplett neuer Code. Der Code ist auch viel kleiner geworden, also es sind noch etwa 4000 Zeilen Code fürs Management-Interface. Da ist ganz viel, konnte man Ballast abwerfen. Aber es war dann sehr viel Arbeit für eigentlich das gleiche Resultat, nur weil irgendein Entwickler einfach sagt, ja, das mag ich jetzt nicht mehr weiter pflegen. Frage? Ja? Welches Embedded Perl? Es gibt E-Perl und es gibt M-Perl. Ich glaube, das M-Perl hatten die. Schon ja, aber also ich habe diese Meldungen, also ich kann es mit Apache 2.4 nicht zum Laufen bringen, also ich muss nachsehen, ob das E-Perl oder... Also, ja, also ich habe ich will nicht ausschließen, dass man komplett eben das etwas übersieht, aber ehrlich gesagt, meine Devise bei Softwareentwicklung jetzt über die letzten 20 Jahre ist auch das, je weniger Abhängigkeiten, je einfacher das Leben. Ganz einfach, weil überall, wo Abhängigkeiten bestehen, ist es schwieriger, über die einfach lang zu pflegen. Also was man auch sagen muss, nicht alles wird in diesem Webinterface abgedeckt. Also viele Optionen von KVM, die sind nicht da. Also wenn man irgendein PCI-Hardware durchreichen möchte, dann gibt man den Befehl im Feld für die Optionen ein, damit die Hardware so durchgereicht wird. Das ist dann nicht in dieser Konf-Datei. Es ändert dort auch zu stark, um es zu machen. Ja, und dann gibt es noch so Kniffe, also irgendeiner Version. Also wenn ich jetzt Deutsch-Schweizer Tastatur haben möchte, dann gebe ich Option K gleich DE oder D-CH ein, weil sonst hat er die falsche Tastatur. Also rein technologisch, oder hat er dann eben eine falsche Tastatur. Direkt auf dem Rechner ist einfach das Interface QM. Also man sagt einfach QM Help und kriegt dann die Hilfe-Nachricht, wie die Befehle gemacht werden kann. Man kann hier Maschinen aufsetzen, Maschinen starten, löschen, was auch immer.
Es gibt einige natürlich Verwaltungstools von KFM Direct, das ist ein QEMU-Image-Tool, um die Disk-Files auch von Hand noch zu bearbeiten. Das ist alles einfach auch da. Normalerweise wird das über das Web-Interface gemacht, ich muss das nicht machen. So, wenn ich den Cluster aufsehen ist, eben, dann kann ich entweder wählen, ich mache das über den Switch, hat einen Vorteil, dass alle Maschinen von 10 Giga profitieren, für die externen Maschinen ist das aber nicht so wichtig. Wenn man jetzt 2x2 Cluster nebeneinander haben möchte, wäre vielleicht ein Switch über alle 10 Gigabit Vorteil. Aber grundsätzlich hier, das ist, ich wollte den, der Schweiz ist nochmal 1,5 Kilo, ich wollte den nicht mitschleppen. Also, aber grundsätzlich ist es jetzt so gemacht, entweder Switch oder kein Switch. Wichtig, einfach immer die richtige MAC-Adresse erfassen, die muss erfasst sein, sonst kann er sich nicht aufbauen. Wichtig ist auch, dass beide Rechner natürlich zwei gleiche Festplatten haben müssen. Jetzt hier in diesem Setup ist es limitiert auf 2 Terabyte SSDs, würde ich empfehlen. Also, über die 2 Terabyte ist es im Moment nicht realisiert, aber das wäre nicht so ein großer Punkt. Aber 2 Terabyte ist schon auch ein bisschen, ist nicht so klein für. Dann, was man wissen muss, wenn man mit SSDs arbeitet in der Virtualisierung, ist, dass natürlich ohne 10 Gigabit Karten die Spiegelung der Festplatte keinen Sinn ergibt, weil einfach die Daten sonst nicht in nützlicher Frist auf die zweite Maschine kommen. Also, wenn man SSDs einsetzt, alles über 100 Megabyte Durchsatz, und dann ist einfach 10 Gigabit Pflicht. Ich habe zu Hause in der Firma 40 Gigabit, weil bei 1 Gigabyte ist dann auch wieder Sense oder Ende. Und bei einem RAID mit 8 Disk gibt es doch 2 Gigabyte Durchsatz und da brauche ich dann 40 Gigabit. Die Karten sind aber dann entsprechend teurer. Also eine 40 Gigabit Karte kostet 700 Euro. So, das ist der Preis. Gut, wie diese Netzwerkkarten, eben bisher waren sie relativ teuer. Und dann ist immer die Frage, ja, kostet die ganze oder kostet die Hardware fast weniger als die Netzwerkkarte. Und das ist mit diesen Asus-Karten 10 Gigabit nicht mehr der Fall. Die sind auch recht performant. Also ich habe das gemessen, das kann man empfehlen. Das ist durchaus auch für 80. Asus hat die auch nicht selber gebaut, die haben es eingekauft. Ich glaube Aquarium oder irgend sowas ist der Treiber. Ist ein Treiber, der nicht im Kernel erfasst ist, muss man kompilieren und kann das manuell dann einbinden. Also es muss auf der Software, eine Standard-Distribution wird nicht laufen. Aber man kann muss einfach die Kernel-Sourcen haben und kann dann zu diesem Kernel diesen Treiber bauen. Und X4 ist zwingend, sonst ist es auch zu langsam. Also aber das ist ja nicht das Problem. Man kann das über 10 Gigabit Switch machen, ab 300 Euro ist man dabei. Wichtig, einfach nicht einen Switch kaufen, der nur 2 10 Gigabit Ports hat, weil dort ist unter Umständen diese 2 sind nur nach außen schnell. Also ich habe das konkret dann mit technischen Informationen von Support-Foren hatten die Leute sehr schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich dann doch den leicht teuren genommen habe, einfach weil damit alle Ports mit 10 Gigabit zur Verfügung stehen. Dann eben, wer noch schnellere Platten verwenden möchte, mein Vorbehalt gegen diese M2 oder U2 Platten ist dann mehr, ich möchte HotSwap und das ist dort im Moment noch nicht so wirklich verfügbar. Es bringt mir wenig, wenn ich das Board genau ausschrauben muss, um das zu ersetzen. Also darum lieber bei SSD bleiben und dann auch eher ein RAID machen über SSD als über quasi die M2-Riegel. U2 soll ja dann auch HotSwap-fähig werden und dann ist es wieder spannend. Aber bis dahin bin ich eigentlich der Meinung, lebe ich halt mit SATA 3. Also, ich habe hier diese beiden Cluster. Was ist verwendet? Ich habe hier einen Ryzen. Also, mir war wichtig, eine Maschine zu haben und generell, dass die Boxen nicht so groß sind. Ich sage hier als immer, ich mache den Rucksacktest. Wenn man das in den Rucksack reinbringt, dann bin ich zufrieden. Und wenn nicht, eben auch nicht. Also. Oder einfach, dass es nicht so groß wird. Es ist, in vielen Umgebungen hat man natürlich Racks, kein Problem. Rack rein, gut, kann man machen. Aber in vielen Umgebungen haben wir das auch nicht. Also gerade bei meinen Businesskunden sind 80-90%. Manchmal fragt man sich schon, ob vielleicht nicht ein paar Franken für ein Rack dann doch besser wären oder ein bisschen Lüftung. Aber viele Kunden haben das nicht. Kleinere KMUs haben irgendwo eine Ecke und da stehen die Server.
Und das ist bei diesen Geräten auch der Fall. Die sind kompakt, aber die Lüftung ist so gemacht, dass das also problemlos auch unter Volllast läuft. Warum Ryzen 5 2004G? Ja, das Problem ist, dass alles darüber eine dezidierte oder eine eigene Grafikkarte benötigt bei Ryzen. Und das ist bei meinem Mini-ITX-Board, wo nur ein Platz ist, dann relativ mühsam, weil ich müsste das ja mit der 10 Gigabit Netzwerkkarte teilen. Geht nicht. Wenn man das über ein leicht größeres Board, MATX, macht, geht es natürlich problemlos. Aber so mit dieser Größenordnung geht es nicht. Da ist bei 2400G fertig. CPU kostet wieder 150 Euro. Ist aber extrem schnell. Das sind sehr schöne CPUs. Wie gesagt, das Motherboard ist ein ASRock, ein Gaming, also es ist ein Fatality, es wird ja auch WLAN haben, habe ich aber nicht integriert jetzt auf dieser Ding. Es ist einfach, es gibt wenig Auswahl bei Ryzen und Mini-ITX-Boards, also da ist ist nicht so üppig, oder? Dann braucht es diese Asus-Karte, habe ich gesagt, und dann braucht es vier SATA-Platten, je zwei auf jeder Maschine, damit ich Spiegelung machen kann, und es braucht Wechselschubladen. Und diese sind nicht mehr so teuer. Und dann ist einfach wichtig beim Board, dass ein Einschub für 5,25 Zoll ist, damit man das auch aufbauen kann. Man könnte rein theoretisch in einen 2,5 Einschub 8 Platten reinlegen. Also mittlerweile kann man 8 Platten, weil die nur noch 7 mm sind, da passen 8 Platten rein. Und das macht halt Sinn, eben Holzwappen und solche Geschichten. Das Gehäuse ist ein In-Win-Gehäuse, kostet nicht alle Welt, hat anständiges Netzteil, 300 Watt, das reicht für diese Maschine problemlos. Heute hat jemand gefragt, wie viel Strom das die Maschinen benötigen. Ja, also oder die CPU ist, glaube ich, 65 Watt und dann noch, also so, mehr als 100 sind es nicht. Ich verwende eigentlich für die Kunden, ja, hauptsächlich Samsung, aber das ist auch Präferenz, könnte auch etwas anderes sein. Kosten hier für den Knoten 2x800 Euro, das ist gleich 1600 Euro. Das ist nicht die Welt, wenn man denkt, 10 Gigabit gespiegelte Knoten, alles dabei. Ja, man könnte hier ein bisschen noch Abstriche machen, dann käme man vielleicht auf 500 Euro, aber so drunter wird es dann schwieriger. Also, für mich war eben, das ist das Foto des gestern vom Hotelzimmer. Man kann es überall mitnehmen, ist der Vorteil. Normalerweise mag das nicht das Killer-Kriterium sein, aber es ist halt eben für sowas durchgeeignet. Und was ich immer schätze, ist, man kann es auch mitnehmen, wenn man zum Kunden geht, wenn man es präsentiert, man kann es vor Ort zeigen. Das ist immer, finde ich, auch ein Highlight, dass es wie schnell es sein kann, weil Demo ist ja immer ein bisschen etwas anderes. Kapazität reicht nach meiner Erfahrung, ich habe früher immer gesagt, eine CPU gleich eine Maschine. Wir haben hier 8 Threads, 2x16 Threads. Mittlerweile kann ich aber doch sagen, es kommt halt auf die Last drauf an, kommt drauf an, vielleicht noch ist es Linux oder Windows ein bisschen, aber man kann 20 Maschinen, würde ich sagen, ist vertretbar auf diesem Cluster. Das ist so die Umgebung. Das sollte dann auch reichen. Also für meine produktive Umgebung ist einfach schnellere Disk, aber zwei Maschinen absolut genügend. Ich habe nicht mehr. Und eben, wenn man das erweitern möchte, könnte man einfach mehrere Zweier nebeneinander setzen. Ja, Vorteil ist, jeder hat Redundanz, oder? Nachteil ist, so 6-8 Maschinen ist dann der Hardwareverschleiß vielleicht nicht mehr ganz sinnvoll. Und wenn man mehrere, das ist noch wichtig, wenn man mehrere Knoten nebeneinander haben müsste, müsste man das Webinterface, der Cluster dort von Hand anpassen. Das ist aber sehr einfach und auch beschrieben, wie man das machen kann, indem man einfach den Knoten löscht und neu aufbaut, einfach BVCA create und dann nachher einfach den Rechner, die übrigen Rechner hinzufügen, damit man dieses Cluster-Interface auf Webstufe hätte. DRDB, das wird ohnehin automatisch gemacht. Dann vielleicht noch zwei, drei Worte zum ausfallsicheren Cluster. Weil immer wird gesagt, ja, hochverfügbar, ausfallsicher. Jein. Ausfallsicherheit nach meiner Überzeugung würde bedeuten, dass eben nicht nur die Festplatte gespiegelt würde, sondern auch das RAM. Weil ohne RAM ist die Maschine nicht 100% ausfallsicher. Und das bedeutet, dass man sich dem einfach bewusst ist, dass man sagt, also wenn es wirklich ganz blöd läuft, muss ich die Sicherung noch haben. Oder? Ich kann aber von meinen Maschinen oder Linux-Maschinen generell sagen,
Da ist, wenn die Maschine runtergeht, das ist nicht sein Problem. Ich habe in einem Fall beim Kunden eine Windows-Maschine gesehen, die nach dem Ausfall nicht mehr hochgefahren ist. Also da war das Dateisystem so kaputt, dass man sie nicht mehr hochfahren konnte. Und das war doch eine ERP-Lösung mit etwa 80 Mitarbeitern. Man hat dort dann einfach die Backup-Disk genommen. Das Image ist relativ groß, quasi 200 Giga. Hatte dann, also es war 3 Jahre zurück, oder hatte dann das Problem, bis das über USB quasi zurückgespielt ist, dauert seine Zeit. Ich habe dann gerechnet, um 12 Uhr wären wir durch. Ich habe dann für diesen Tag einfach die externe Platte eingebunden und die produktiv über die externe Datensicherungsinstanz laufen gelassen. Wir waren dann etwa um 10 Uhr beim Skifahren. Also das einfach, damit man die Zeit gewinnt. Oft ist die Frage auch Zeitgewinn, oder? Dort war aber der Kunde, hat dann schon um morgen um 5 hat er die ersten Mails geschickt. Und also das merkt man. Es ist einfach die Bandbreite von Zeit, die heute besteht, wenn ein System nicht mehr da ist, die ist klein. Also man hat extrem, oder glaubt zumindest, dass dieser Zeitdruck dasteht. Oder? Das ist. Und dort ist eben auch, wenn es auf 2 Maschinen gut ist, ist es natürlich schon mal abgesichert. Wenn aber die Instanz selber abschmiert, nützt das natürlich so auch nichts. Das ist nicht in dem Sinn Ausfallsicherheit. Oder? Das ist auch kein Konzept, auch das habe ich schon gesehen, ja, jetzt haben wir ja gespiegelt, dann brauchen wir keine Datensicherung mehr. Finde ich eine gewagte These, oder? Weil das ist wirklich in Echtzeit gespiegelt. Also wenn ich RM irgendwas eingehe, ist das weg. Und es gab immer auch schon die Schwierigkeit, dass man nur einzelne Files zurückspiegeln oder spielen musste. Und es gibt ein Webinterface, kann man die Images einbinden und einzelne Dateien sogar rauskopieren, damit man eben auch für diesen Fall eben das WebGUI noch vielleicht irgendeinen Produktionsplan zurückholen kann. Gut. Was ist die ISA ist wie gesagt 80 Megabyte und was wichtig ist, es gibt nur Init-RD. Es gibt nicht, also es gibt kein Squash-File. Und das hat den Vorteil, dass es eigentlich, dass die Disk muss auch nicht gesucht werden. Also ich kann sie irgendwo auf ein Medium haben, Initär, die wird immer gefunden, weil es ja schon von Grab oder von Isolinux direkt kommt. Dann, es ist kompakt, der Installer, ich habe gestern nochmal gesagt, es sind unter 1500 Zeilen, es ist Perl-Code, es ist zum Teil objektorientiert, der Teil von Proxmox sind nicht überall so, könnte man noch optimieren. Ganz ein wenig Python für NoVNC. NoVNC hat den Vorteil, dass es eben direkt im Browser läuft. Und dann gibt es einen Patch bei KVM, dass damit diese Alt-GR-Taste funktioniert. Aber sonst ist es einfach das, was man QM nimmt. Also wenn man das selber nachbauen müsste, man kann einfach KVM einspielen, könnte auch eine neuere Version einspielen und dann einfach Init-RD neu bauen und dann ist das angepasst. Ausblick oder Abgrenzung zu Archivista WM. Also im Grunde möchten wir immer schlanke Lösungen haben. Und ich bin nicht so erpicht, dass die Distribution aufgebläht wird. Also sicher ein Ziel, das bleiben wird. Dann, wie gesagt, auf dem Mini ist ohne XR. Dann gibt es bei Archivista noch Software Aid. Aber das ist im Zeitalter von SSDs irgendwann dann auch obsolet, weil die, oder M2 oder U2 ist das dann weg irgendwann. Und bei Archivista WM ist im Moment das Cluster-Konzept ein bisschen anders, bin aber auch nicht mehr sicher, weil die 10 Gigabit Switch viel günstiger werden, ob man das irgendwann ändert, weil es einfach dann über alle Maschinen den gleichen Speed geben würde. Gut, wichtig ist mir, ich habe heute Mittag ja AV Multimedia gezeigt, da ist der neueste Kernel, absolut neueste Software drinnen. Bei AV Mini oder Archivista VM, da haben wir ein bisschen mehr Konservatismus. Also ich möchte auch, dass wir nicht die Ersten sind, die dann vielleicht auch einen Patch haben, der nicht mehr läuft. Oder? Also da fahren wir nicht ganz so aggressiv im Kernel. Aber natürlich auch irgend 4er, 4.9, glaube ich. Einfach Long-Term ist immer wichtig. Was ich mir wünschen würde von KVM, ist das endlich diese, also ich weiß nicht, ob jemand Erfahrung hat, wenn er das hat, sofort kommen, Multi-CPU-Unterstützung für ARM-Gäste. Wie stabil, wie schnell läuft das mittlerweile?
Weil bislang war ja immer das Problem, dass nur eine CPU, also nur ein unterstützt wird. Ich habe die Mikrofone schon mit zwei Klappen auch gut verwendet. Und ist es dann auch performanter? Ja, gut. Ja, das ist nicht nur immer so, oder? Also es kann auch. Also das war einfach bisher so ein Klumpfuß. Was hast du für eine Version von KVM? Ich habe irgendeine auf Debian 9 und auf einer Lumina 20. Aber das sind also keine eigenen kompilierte, also einfach die vom Betriebssystem. Okay. Gut, ich werde das nochmals überprüfen, aber beim letzten Mal, das hat mich wirklich so ein bisschen schade. Und noch schöner wäre es halt natürlich, wenn ich KVM auch unter Arm laufen lassen könnte. Ja, okay. Unter Arm. Und dann ist seine Windows-Maschine gerockt. Man kann dann nur einen Arm Linux-Gast laufen. Also es ist, ja eben, aber wenn du das eben dann über QAM eben machen willst, gibt es da Patches, die dann auch über das nicht nur einen Thread, also eine CPU machen würden. Oder? Das ist immer noch der Flaschenhals. Das ist. Konstellation ist, ich habe einen Arm-Host ja. Und habe KVM und ja. Ja, das geht, ja. Aber das andere geht eben leider nach wie vor. Und das wünsche ich mir bei QEMU, dass man dort ein bisschen weitergeht, weil man könnte so wunderbare Sachen machen, dann über die Rechnergrenzen hinaus. Gut, dann noch eben, also Container gibt es bei Alpha Mini nicht. Wer arbeitet mit Containern? Gut, dann wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht der Fall sein. Nein, es gab heute ja einen Vortrag zu Containern, ist ein anderes Konzept. Also für mich ist es, wenn man sehr hardware-nah ist, ist Container nicht so spannend. Also für mich ist eigentlich das andere. Gut, Support ist über einfach support.archiviste.ch. Archiviste.ch, Stichwort AVMino, gibt es so also ein Tutorial, wie man Maschinen aufsetzt, das ist dort beschrieben. Und dann, ja, immer am Schluss eben Fragen, Wünsche, Ideen. Gut, alle erschlagen oder alles, ja? Ja, mich würde interessieren vom Unterbau. Haben Sie da irgendeine Linux-Distribution, die Sie da einsetzen, oder ist das irgendein Linux von Scratch? Nein, es ist aktuell, ist, also die 80 Mega ist aktuell Debian. Okay, und wie machen Sie das mit den Updates von KVM-Kernel und so weiter? Das wird eben ich, es wird kompiliert. Es wird kompiliert, ich kompiliere es rein. Naja, aber man muss sozusagen immer ein neues Image erstellen, wenn man das jetzt. Ah, da wird einfach der Stick getauscht und da haben Sie das neue, hast du das neue Release. Also es gibt nicht ein Update, es wird einfach hochgefahren, oder? Und für diejenigen, die es jetzt interessiert, weil es ist relativ mühsam, weil ich es eben auf dem externen Bildschirm sehe, ich sehe den externen Bildschirm hier nicht, oder? Und ich würde eigentlich gern zeigen, wie man das aufbaut. Aber ich kann es hier nicht zeigen, weil einfach niemand mir den Beamer erklären konnte. Wir haben es nicht hingekriegt, oder? Nachher hat am Schluss nach 10 Minuten das Menü unten gefehlt und da macht es keinen Sinn. Also würde ich vorschlagen, die das sehen möchten, wie der Cluster aufgebaut wird, die können hierher kommen und ich starte das Teil einfach noch, dann machen wir es so. Und gut. Sonst wäre ich durch beim Vortrag. Danke.